Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Am Mittwochabend war es soweit, die Katze wurde aus dem Sack gelassen, Facebook kauft WhatsApp. Gestern am Donnerstag ging es dann rauf und runter, nur ein Thema. Warum tun sie es? Geben sie nicht zu viel Geld auf? Wie sieht die Zukunft aus? Sind meine Daten jetzt nicht mehr sicher? Jeder hat sich drüber ausgelassen. Und heute am Freitag komme ich erst dazu, ein Video zu machen. Warum? Nummer 1, das Technik-Faultier zieht demnächst um und verlässt seine Nerd-Höhle. Deswegen bin ich gerade etwas im Stress. Und Nummer 2, aber damit es mit den Videos auch weitergeht, viele haben mich angeschrieben und haben dann einfach in den Kommentaren geschrieben, hey, warum hast du noch nichts gesagt? Und deswegen, ja, natürlich mache ich dazu gerne ein Video, wenn dazu einer was hören will. Meine Gedanken im ersten Moment, Facebook kauft WhatsApp, dachte ich erst, ja, warum denn eigentlich nicht? Aber ich wäre da böser dran gegangen. Wenn ich so ein kapitalistisches Unternehmen wäre wie Facebook mit so viel Marktmacht und so viel Kohle, dann wäre ich ja wahrscheinlich hingegangen und hätte WhatsApp gekauft, hätte die Patente genommen, hätte damit versucht, alle anderen Messenger-Dienste da draußen zu unterdrücken, vielleicht die auch noch direkt aufzukaufen und irgendwie eine Strategie zu verfolgen, um die Leute in mein soziales Netzwerk zu kriegen, damit sie dann den Facebook-Messenger benutzen oder was auch immer. Gut, tun sie jetzt ja nicht, das heißt, alles bleibt beim Alten. Und gucken wir uns mal kurz in die Geschichte an, vor, ich glaube, letzten Jahr oder vor 2 Jahren schon, hat ja Facebook Instagram gekauft, damals für 1 Milliarde Dollar für ein paar Bildchen schicken. Gut, die sind jetzt heutzutage immer noch, so langsam trudelt dann auch Werbung bei Instagram ein, stört aber bisher nicht so wirklich und ich weiß gar nicht, ob die überhaupt schon auf den mobilen Geräten da ist, aber der Dienst nach einem Jahr später, es bleibt immer noch selbstständig und erstaunlich, weil Instagram ist ja kostenlos, da haben wir nie was für gezahlt. Anders dann bei WhatsApp. Da erinnere ich mich noch, ich glaube, inzwischen ist es gar nicht mehr so. Damals konnte man als iOS-Nutzer, hat man, glaube ich, für 3-4 Euro eine lebenslange WhatsApp-Lizenz gekauft. Heute zahlt man, glaube ich, 1 Euro oder 89 Cent, auch egal auf welcher Plattform, jährlich für den Dienst. Und da finde ich auch immer schön, wie sich die Leute aufregen, kaufen sich 3, 4, 5, 6, 7, 800, 900 Euro Smartphones, haben Verträge im Monat für 40, 50, 60, 70 Euro, nutzen dann einen Dienst, der die SMS absolut überflüssig macht, viel mehr bietet, sogar eigentlich müsste man es mit den Kosten von einer MMS vergleichen. Und dann ist aber das Geschrei los. 89 Cent, nein, ich bin zu, ich weiß nicht, dafür, aber egal, das ist ein anderes Thema. So, mein Problem jetzt aber mit WhatsApp, beziehungsweise mit der Übernahme, diese 19 Milliarden, ja, sie erscheinen mir auch zu hoch. Selbst wenn Facebook da irgendwas ändert und aus euren Schnelligkeiten Nachrichten irgendwie sinnvolle Infos kriegt, zusätzliche Daten für eure Facebook-Accounts, um euch dann irgendwie noch gezielter Werbung zu verkaufen. Also was weiß ich, ihr unterhaltet euch mit einem Kumpel über Eishockey und dann kommt, kriegt ihr auf Facebook Werbung, kauft, geht doch mal wieder zum Eishockey, kauft ihr Sachen vom Fanshop oder sowas. Okay, meine von mir aus gerne. Wenn ich habe nichts gegen diese zielgerichtete Werbung. Also ich kriege dann lieber Werbung für Zeug, was mich dann interessiert, wobei ich dann auch nett finde, ich könnte das einfach eingrenzen und mein persönliches Zeug wird halt nicht durchsucht nach Schlüsselwörtern, als dass ich dann Werbung für Vogelfutter kriege oder Handtaschen oder so Themen, die mich halt dann nicht interessieren. Aber egal, zurück zum Thema. Wie kriegt man diese 19 Milliarden Euro wieder rein? Das ist die Frage. Oder ob es Facebook dann einfach nur geht, um das dann irgendwie rüber zu Facebook zu verknüpfen, irgendwie die WhatsApp-Nutzer wieder für Facebook zu begeistern. Wobei ich dann wieder denke, es heißt ja immer, da sind 400, 450 Millionen WhatsApp-Nutzer, davon hat ja auch ein Großteil, denke ich mal, Facebook. Also wie man die da, das den Nutzen sehen möchte, ich weiß es nicht. Ich fände da meine Evil-Strategie, WhatsApp zu schließen oder WhatsApp mit dem Facebook-Messenger zu verknüpfen, fände ich irgendwie dann besser. Aber da sind auch wieder unterschiedliche Zielgruppen. Bei Facebook, da geht man rein, da loggt man sich ein, da postet man was oder man beantwortet auch Facebook-Nachrichten. Viele tun das, wenn sie Zeit haben. Was weiß ich, dann loggen die sich jeden zweiten Tag ein oder jeden Abend oder zu einer gewissen Uhrzeit. WhatsApp ist ja wirklich so ein Kommunikationsdienst. Also ich krieg was, ich antworte schnell, wie es bei der SMS eben, da ist man halt, man will schnell fix kommunizieren. Plus die ganzen Zusatzfeatures. So, und dann gibt es ja noch das Gerücht, dass
der ein Investor, ein großer Investor bei Facebook, auch ein großer Investor bei WhatsApp ist. Das war bei Instagram genauso. Und dass der natürlich über diesen Kaufpreis ziemlich easy Kohle aus Facebook rauskriegt, beziehungsweise über den Kaufpreis, ohne dass dann das groß an die Öffentlichkeit geht und da nett Kohle mal eben aus Facebook rausziehen kann über diesen Umweg, halte ich auch für eine relativ interessante Strategie, vor allem um dann diese 19 Milliarden US-Dollar zu rechtfertigen, wenn Google angeblich 10 Milliarden geboten hat. Wobei ich da immer noch denke, Hammer, 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 Hammer. So, was war jetzt gestern am Donnerstag? Jeder hat gesagt, ist es realistisch, ist es nicht, kriegt man die Kohle wieder rein, habe ich jetzt versucht auch abzuklären. Und dann gab es gestern den großen deaktiviere, deinstalliere WhatsApp. Wobei ich dann denke, wenn es einer macht, dann löscht auch vorher euren WhatsApp-Account und der installiert erst dann die App. Und dann macht es halt auch richtig. Und wenn ihr dann sagt, nieder mit Facebook, dann auch Facebook-Account nicht vergessen und auch den Instagram-Account nicht vergessen und was da vielleicht noch sonst wie irgendwie sonst wo zu Facebook gehört. Aber ich glaube, das sind so die drei Hauptdinger. Dann wurde aber gestern aufgerufen, nieder mit WhatsApp, wir gehen jetzt zu einem anderen Dienst. Und da wurden 10 verschiedene Dienste durchs Dorf getrieben. Und ja, es gibt diese Alternativen. Und ich werde sie jetzt nicht alle raufzählen und runterreiern. Und mal ganz ehrlich, unterm Strich in der Summe ist es absolut Latte, welchen Dienst ihr benutzt. Denn ihr habt immer das Grundproblem, ihr werdet den Dienst nutzen müssen, den euer ganzer Freundes- und Bekanntenkreis nutzt. Wäre das damals nicht WhatsApp gewesen, sondern wie heißt der Viber, wo man auch noch telefonieren drüber kann, dann wären wir jetzt bei Viber und WhatsApp wäre so eine kleine Klitsche und nicht so groß und teuer. Also das ist so eine Sache, man ist drauf gebunden, ich brauche den Dienst, den halt auch mal alle meine Freunde nutzen. Und gerade bei WhatsApp war ja bei vielen das Phänomen, das hat dann auch die Familie eingerichtet bekommen, das hat sich von einem auf den nächsten verteilt und dann waren alle bei WhatsApp und wenn jetzt einer gekommen ist, aber Dienst XY ist besser, weil der kann das, das, das und das und das und das, haben alle gesagt, ne, ich bin jetzt bei WhatsApp, da bleibe ich auch und ich gehe hier nicht mehr weg. So, und das ist halt das Problem. Und ich denke, allein wir sehen es, diese Migrationsbewegung, die Google mit aller Macht versucht, auf Google Plus hinzugehen. Das verläuft im Sande, weil viele sagen, ne, ich bin jetzt bei Facebook und Google Plus, den Scheiß mache ich nicht noch mehr. Oder Leute, die Facebook den Rücken kehren, sagen, ne, ich gehe zu Instagram, bleiben dann bei Facebook oder gehen dann zu Tumblr oder wie die ganzen Dienste nicht alle heißen. Das ist so eine Sache und man ist halt da, wo euer Freundeskreis kommuniziert, da seid ihr mitten unter ihnen und hängt dann auch damit rum. Da ist es egal, dass ich mit WhatsApp nur auf einem Gerät benutzen kann, nicht auf mehreren gleichzeitig. Und gerade mich trifft das immer sehr, sehr, sehr brutal, dass ich es nicht im Browser nutzen kann, dass ich nicht zugleich auf dem Tablet nutzen kann. Und das ist was ich WhatsApp so dick ankreide. Ich glaube, den gibt es jetzt seit 3-4 Jahren und die haben sich nicht weiterentwickelt, da mal vernünftig hin. Vielleicht jetzt mit der Kohle entwickeln sie sich ja weiter. Vielleicht gibt es das dann auf mehreren Geräten. Vielleicht haben sie jetzt die Kohle und die Serverstruktur, um da halt einen richtig coolen Dienst draus zu basteln. Und so, wer mich in den sozialen Netzwerken verfolgt, ich glaube, ich schimpfe einmal im Monat, dass ich bereit wäre, inzwischen glaube ich 10 Euro im Monat wäre ich bereit, WhatsApp in den Rachen zu schmeißen, wenn die mir eine vernünftige Kommunikationsform bieten würden, was weiß ich, sowas wie Google mit Google Hangouts bietet, auf mehreren Geräten, unabhängig wo ich bin, mit Video, Gruppenchats und allem drum und dran, da wäre ich hin und weg und glücklich. Aber ich bin nicht glücklich, weil ich WhatsApp so toll finde, sondern weil mein Freundeskreis auf WhatsApp hängt, weil man sich kaum noch SMS schreibt, weil man sich kaum noch E-Mails schreibt. Die sind gar nicht in den sozialen Netzwerken. Wenn irgendwas etwas ist, dann ist das bei mir einfach in der schnellen Kommunikation bei WhatsApp drin. So, und das ist jetzt das Problem, was wir, nicht Problem, aber jetzt sind sie gekauft und was passiert? Ich weiß es nicht, ich habe keine Glaskugel. Ich habe euch gesagt, was ich machen würde, wenn ich Facebook wäre und böse und gemein. Aber bin ich ja natürlich nicht. So, und das soll es gewesen sein. Das waren meine Gedanken zur Facebook- und WhatsApp-Übernahme oder WhatsApp. Das ist auch so eine Angewohnheit. Viele sagen ja auch WhatsApp und nicht WhatsApp. Wobei WhatsApp wäre dann UP, aber ist ja auch egal. So, ich gehe jetzt weiter Kisten packen. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss!